Humanity. Menschlichkeit. Menschheit. Humanität. Mein Album lässt sich nicht nebenbei hören. Wir haben es für alle aufgenommen, die sich auf eine Reise in ihr Innerstes einlassen wollen. Im Zentrum von Humanity steht das zweite Cellokonzert von Peteris Vasks, Klappbutne. Das bedeutet Gegenwart, Gegenwärtigkeit. Also, ich bin da, du bist da, wir sind in diesem Moment. Und die Musik verbindet uns, sie hat eine Essenz, sie ist wesentlich. Das Cellokonzert von Peteris Vasks ist wie der Lauf eines menschlichen Lebens. Du kommst auf diese Welt, willst etwas Positives in die Welt tragen. Dann kommt es zu Konfrontationen, Schwierigkeiten, vielleicht sogar zum Scheitern. Du stehst wieder auf. Das Ende des Stücks ist für mich eine Art Vision, deren Bedeutung für mich allerdings offen ist. Musika ir jābūt iekšējai emocionālajai degšanai. Jā. Musika ir emociju māksla, manuprāt. Un šeit Simona ir brīnišķīga simbioze tāda. Viņa ir tehniski perfekta, viss viņa lieliski. Un tad vēl savu iekšējo emocionālo siltumu viņa liek klāt. Tad notiek kaut kas tāds pa īstam. Jā. Un vēl ir tādas arī laika pa laikam, kad pats mūziķis kaut ko no sevis pieliek klāt, un tas ir sevišķi interesanti, jā, dzirdēt, jā, manas notis, bet viņas mīlestība un meistarība, tas kopā rada tādas skaistas, neparastas tādas pārsteiguma brīžus, jā. Un tad kom svaidas acis. Mit Peteris Vask verbindet mich mittlerweile Freundschaft. Wir haben uns gemeinsam intensiv mit seiner Musik beschäftigt und er hat mich nach Riga eingeladen. Dort konnte ich mein Herzensprojekt aufnehmen, gemeinsam mit der fantastischen Sinfonietta Riga. Und Janis Liepinsch hat echt klasse dirigiert. Auf dem Album gibt es zwei kleine Ersteinspielungen von Bach-Arrangements, die ich speziell für dieses Album in Auftrag gegeben habe. In Erbarm dich mein, o Herr Gott, setze ich meine Stimme ein, so wie im zweiten Cellokonzert von Vasks. Meine Stimme ist natürlich die einer Amateurin und das soll sie auch sein. Denn wenn ich so ganz laienhaft vokalisiere, zeige ich, dass wir alle mit dieser Musik gemeint sind. Brīnišķīgi, man liekas, atradusi iespēju ne tikai spēlēt uz čēli, bet viņi arī Bahu iesāka dziedot. Un tas sasaucās ar Vaska pēdējo daļu, kur arī viņi spēlē čēli un dzied. Tas veido tādu lielisku tiltu starp Vasku un Bahu. Ich möchte mit Bach und Vasks Musik zeigen, dass ich willkommen bin, egal woher ich komme. Es geht mir um die Erfahrung, aufgenommen zu werden. Ich möchte zeigen, ich bin da, in all meiner Unperfektheit. Ich möchte zeigen, dass ich weiß, dass ich das Erbarmen der anderen brauche und dass ich leben möchte. Genauso, wie mein Gegenüber das auch möchte. Ich spüre eine Haltung von Demut und Bescheidenheit in Bachs und eben auch in Vasks Musik. Großzügigkeit ist darin und das Versprechen von Vergebung und Erbarmen. Viņš jau nedara jaunas lietas. Viņš mūzika cilvēkam dāvina mīlestību. Un viņš, manuprāt, ir kļūst labāks pēc mūzikas klausīšanās. Zu Vasks und Bach habe ich das erste Cellokonzert von Per-Henrik Nordgren aufgenommen, der in Deutschland leider noch weitgehend unbekannt ist. Nordgrens Musikästhetik kommt auch aus der Erfahrung von Leid und Tragik, aber er hat eine andere, deskriptiv kühlere Tonsprache als Vasks. Er kommt mir wie ein verzweifelt Suchender vor, während Vasks vor allem Hoffnung schenkt.
aber in ihrer Naturverbundenheit und in ihrer spirituellen Grundhaltung sind sie Geistesverwandte. Es nevar iedomāties komponist, kurš sēdēt kādā debesu skrāpī simtajā stāvā un visapkārt braukt tikai mašīnas, cements un betons. Jā, man Dieva daba ir mans iedvesmas avots un manas dzimtenes un Latvijas daba vispirms, protams, jā, skaistākā zeme. Jā, un Simone, tas arī nevienmēr ir tipiski. Viņa atbrauc un viņai ir interese redzēt kaut ko uzzināt. Un, nu, tātad arī dabas cilvēks. Die Aufnahmetage in Riga sind mir unvergesslich. Es herrschte so eine unglaublich schöne Arbeitsatmosphäre, sehr konstruktiv, positiv und voller Energie. Ich hoffe, dass ich mit meinem Album Humanity viele Menschen erreichen und berühren kann und dass meine Musik den Menschen Hoffnung schenkt und zu mehr Menschlichkeit beitragen kann.